So, da sind wir wieder. Geht auch direkt weiter. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Aufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Wie mein Name. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. So, und jetzt? Spielfortschritt, Fortschrittsrate auf ihrem Smartphone an, ja. Ja, kennen wir. Belohnung freischalten, etc. Ich wüsste aber jetzt gern, wie es weitergeht. Ein Skillpunkt erhalten, ja, komm. Können wir den defensiver Fahrer reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Machen wir das. Und dann brauche ich nächste Mission. Oder nicht? Verbrecherkonvoi. Ich habe etwas für dich. Ah, jetzt. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Es muss sein. Gut, dann treffen wir jetzt Bad Boys 17. Nee, der ist nicht unter mir, ne? Eine Hackergruppe, die sich selbst DeathSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTO anfällig für Angriffe von außen sei. Die Gruppe sagte, dass sogenannte Auftragshacker das System leicht für den höchstbietenden. Jum. Eine neue Welt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DeathSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ups. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Okay. Bad Boy. Was? Bad Boy. Bitte, was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Als ob. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du einen Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DeathSec System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht.
Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Krasse Sache. Und schon wieder ein Skillpunkt. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Gehen wir mal auf Hacken. Können wir denn hier Feines? Markiert Zivilisten, die gute Hackbelohnung versprechen, wie Systemschlüssel, volle Banknoten und Luxusfahrzeuge. Okay. Ein extra Energiefeld. Hacken Sie Gegner. Rückkopplung. Trafos überladen. Dampfleitung. Ach, als Ausweichmöglichkeit. Ein Helikopter für kurze Zeit ausschalten. Nagelsperre heben und senken. Ich glaube, das ist noch was Praktisches. Der Helikopter hole ich einfach mal so mit. Bleibt noch beim Herstellen was übrig. Blackout. Das ist doch schön. Hey. Spreche ich mit Deadpool oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber er ist clever. Deine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebaut. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich rein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Au, 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 au. Seid ihr krank? Können mich einfach losballern. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Hilfen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne. Na. Tja. Nee, so nicht. Wie lade ich nochmal nach? So nicht. So auch nicht. So schon gar nicht. Das tut weh. Komm her. Total unbemerkt eindringen. Okay. Keiner mehr übrig. Hätten wir wahrscheinlich auch was anderes machen können. Zugang gesperrt. Au. Das war doof. Entriegeln. Klappt doch. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Ladeplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen.
Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Siehst du das nicht? Wo muss ich denn hin? Sieht okay aus. Komm her. Okay, der hat mich gefunden. Oder gesehen, gefunden, ist falsch gesagt. Auf mehreren Etagen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Scheiße. Ich brauche mehr Feingefühl für dieses Spiel. Also so wie es jetzt bis jetzt angehe, geht's gar nicht. Ich hatte auch eine ganz andere Mission, ne? Ich sollte erstmal den Code lokalisieren. Und der Code ist da. Du hast den Code. Nicht? Dann hast du den. Jetzt bin ich genau unter dem Pfeiler. So. Da möchte ich hin. Genau. Kann Verstärkung rufen. Ja. Bringt mir aber immer noch nichts. Der hat eine Kamera. Ja, super geil. Ja, Audiolocker habe ich gefunden. Aber. Hacken Sie den Zugangspunkt. Da oben. Nein, nicht die Kamera. Ach, Mann.
Kommt her. So, und jetzt will ich den da oben. Gibt's hier überhaupt noch einen? Die Mucke. Der Burner. Ich weiß aber nicht, ob man hier komplett durchschleichen kann oder nicht. Wäre auch mal interessant. So. Schon sind wir drin. Oder auch nicht. Das war falsch. Was ist, wenn man Xbox-Controller nicht bedienen kann? So. Dann muss das so. Ach du Kacke. Hacken Sie den Laptop und installieren Sie ein Virus, um Clara Zugriff zu verschaffen. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Risiko. Oh Scheiße, jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Nein. Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kalif, die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Die Cops suchen nach mir. Komm hier nicht weg. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Komm. Hier ist was. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Gemcoms. Mit Gemcoms können Sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen, Gegner oder Zeugen daran hindern, Verstärkung oder Polizei zu rufen. Stellen Sie Gemcoms im Waffenrad her und drücken Sie RB, um es einzusetzen. So, und jetzt ab die Post. Weil ich jetzt mitten im Bezirk bin. Bräuchte nur noch zwei. Das sieht natürlich jetzt kacke aus. Ey, kann doch nicht sein. Komme ich hier jemals wieder ein Stück raus? Entkommen Sie unbemerkt der Polizei, ey. Ich bin total am Qualmen und am Dämpfen. Ich falle in der City gar nicht auf. So. Aber locker flockig mal gemacht. Was können wir noch herstellen? 3 Skillpunkte. Splittergranate ist ein Sprengkörper, der bei Detonation eine Schrapnellladung abgibt. Hatten wir schon mal. Das könnt ihr auf jeden Fall noch skillen. Dann gucken wir mal, wer als nächstes anruft. Hast du den Anrufer? Das kannst du uns mal später haben. Ich hab deine Maus. Dein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat. Ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Also ich glaube, ich muss jetzt gleich erstmal Google anschmeißen und gebounced übersetzen.
oder die Bedeutung zumindest mal rausfinden, was man, wie man ein Signal bounced. Hab ich noch nie gehört. Das ist halt krass. Mit der Karre schaffe ich es noch. Seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des Wo sind wir denn hier? So, bevor ich mit Danke für diesen Tipp, oder wie heißt die? Danke für den Tipp. Weitermache, mache ich nochmal eine Pause und sag bis morgen. Ciao.